Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Some City, Städte der Zukunft. Natürlich mit meiner Wenigkeit, Glamour. Und ja, wir kommen zurück zur Grabbelgruppe. Grabbel. So, das Ding haben wir jetzt voll ausgebaut. Das Einzige, was uns da jetzt noch fehlt, ist so ein kleiner LKW, würde ich sagen. Nehmen wir da mal den dritten zu. Und ich würde gerne hier noch einbauen. So. Das hätten wir dann auch. Was macht unser Wasser? Wasser und Strom. Strom sollten wir vielleicht noch ein Windrad bauen. Weil die bauen sich ja die ganze Zeit jetzt aus und... Das zieht natürlich ohne Ende an Strom, wenn natürlich mehr Leute kommen. Ganz klar. So, jetzt sollten wir wieder ein bisschen was im Überfluss haben. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Oh, wir haben mein erstes fettes Haus, Leute. Das macht mich ja ganz hysterisch. Es ist hier so heiß. Oder denke ich das nur? Könnte sein, dass dein Sofa brennt, wo du drauf liegst. Ja, sind hier beide Wagen schon wieder unterwegs? Nein, einer. Also ganz ruhig bleiben. Die schaffen das schon. Was haben wir jetzt hier? Hey, Bürgermeister, ich denke, es ist an der Zeit, diese Baracke. Nein, es ist noch nicht an der Zeit. Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier möchte ich gerne erstmal noch so einen kranken Polizeiwagen bauen. Und hier so ein schönes Schild. So, bitteschön. Geschafft! Fördern Sie einen Tag 10.000 Barrel Omas. So, fördern Sie 10.000 Barrel Omas. Ja, dann lass mich doch hier die Dingens bauen. Ich weiß, dass ich das zu Benzin umwandeln kann. Wann dürfen wir das bauen? Stellen Sie mir drei unterschiedliche Lager auf. Ja, okay, also damit wird es wohl noch ein bisschen dauern. Ob sich diesmal überhaupt das Recycling Center lohnt bei so wenig Bevölkerung? Gut, ob das wenig Bevölkerung ist, das will ich jetzt mal da hinten anstellen. Weil wenn die sich alle ausbauen, glaube ich, wird das gar nicht so wenig Bevölkerung sein. Ja? So, jetzt gibt es erstmal hier etwas größere Schule. Mal gleich zwei Etagen oben drauf. Sind wir jetzt schon mal bei 550 Kinder. So, und da müssen wir hier natürlich nochmal die Bushaltestelle bauen. So, dann hätten wir das nämlich auch schon mal. 550 kriegen wir rein. 557 sind angemeldet. Das... Abgeschossen. So, ja. Du machst ja einen Lärm hier, das Flugzeug. Ja, leck mich fett, ey. Ja, jetzt sollten hier das erste Mal auch etwas mehr reinkommen. Aber ich wollte gleich, wenn ich das Geld zusammen habe, gleich nochmal ausbauen. Es geht einfach darum, dass wir einfach hier wirklich mal volle Pulle Kinder in der Schule haben. Das war falsch. Dann können wir natürlich hier auch gleich nochmal zwei Busse bauen. Ja, dass die auch pünktlich zur Schule kommen, weil wir haben jetzt nur zwei Busse unterwegs. Gerade. Jetzt fährt der dritte raus und der vierte, der dreht sich gleich wieder um. Was ist das denn hier für ein Geräusch? Ah, hier. Die protestieren. Was protestieren? Die Leute protestieren. Der Grund, keine Bildung. Du stehst daneben. Ja. Du stehst neben der Grundschule. Du Idiot. Guck mal zwei Häuser weiter. Junge. Leute, ich sage dazu jetzt mal gar nichts. Ja. Absolut lieber gar nichts. 342. So. Wir bauen das Ding natürlich jetzt komplett aus. Achso, und das. Und der letzte Bus. So. Dann sollte das nämlich jetzt klappen.
Ja, vielleicht kriegen wir die Schule nämlich voll. 950 passen rein. Ja, 5, 6, 55. 647 sind gemeldet. Also ich kann bestätigen, so geht das wirklich ab. Warum ist das so verschwommen, wenn wir jetzt ranzoomen? Da habe ich doch wieder irgendwas falsch eingestellt, oder? Wo ich das Spiel neu drauf gemacht habe. Da müssen wir nochmal gerade gucken hier. Einstellungen. Nochmal auf mehr. Na, jetzt ist es noch mehr verschwommen. Und dann war es weniger, ne? Ja, so muss das sein. So, die Busse sind jetzt alle wieder da. Da ist ein anderer Bus gefahren, der war nicht von uns. Ja, Leute, 680 Schüler. Perfekt. Ich glaube, wir haben jetzt die... Was ist das da für ein Bus gewesen? Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Bildung abgesichert. 9200. Jetzt müssten wir eigentlich die Rohölzentrale. Wir dürfen es immer noch nicht. Bisher 6400. Also keine Ahnung, was. Irgendwas ist doch hier faul. Hier ist doch was faul, Mama. So, wir könnten jetzt eigentlich noch Eisenerz. Eisenerz. Jetzt muss ich überlegen, Leute, weil wenn ich das so baue, bauen wir das Eisenerz nach oben. Eisenerz. Weil ich würde sagen, wir nehmen diese Ecke hier. Dann würde ich beigehen. Nehmen wir diese Straße. Ein Stückchen weiter. Ich weiß, ich nehme mir da so ein bisschen Fläche vom Eisenerz weg. Aber ich glaube, das sollte dann ganz okay sein. Sie löppt. Oh, 16.000, ey. Bah, böse Summe. So, wir müssen Eisenerz ins Lager packen. Also hier so ein Eisenerz, Roherzlager. Und das natürlich auch verjubeln. So, dann hätten wir das nämlich auch. So, jetzt haben wir schon 10.000 Barrel pro Tag. Sehr schön. Gewöhnt euch hier an Smog, ihr lieben Bewohner. Hier haben wir die Straße nicht mal geupdatet, gleich von Anfang an. Ich blöd, Mann, was mache ich denn? Na, jetzt haben wir's. Na, nehmen wir erstmal den, so. Das hätten wir auch. Wir stellen neue Leute ein. Habe ich jetzt Arbeitsprobleme? Offene Stellen, das geht eigentlich. Offene Stellen geht auch. Und das geht auch. Also es geht doch alles. Das ist doch voll akkurat, Alter, ey. Ich fang da an zu arbeiten, da. Hä? Ey, sonst hol ich meine Brüder da. So geht das nicht hier. Hier machen wir mal den Häkchen raus, Strom nach den Nachbarn verkaufen. Es geht nicht darum, dass ich hier keinen was gönne, mit denen ich zusammenspiele, sondern bei dem Windkraft ist das scheiße. So, wir brauchen unbedingt mittleres Gewerbegebiet. Warum updatet sich diese hier nicht auf mittlere? Ja gut, haben wir sogar. So. Da kommt jetzt das Gewerbegebiet.
Und dann schließen die sich nämlich zusammen zu einem großen. Davon haben wir nämlich ein bisschen mehr. Oh! Ab geht die Luzi, Leute. Sie fangen an zu arbeiten. Wir dürfen jetzt endlich Ro'ul zentral zum Pension zum Bau genehmigt. Oh, kackelakack. Gebaut. Ja, ihr gleich gegengekontert. Strom. Strom, Mama. Wir haben keinen Strom, Mama. Das ist nicht schön, Mami. Wir brauchen Strom. Nein, wir machen das anders. Strom, Mann und Söhne, das brauchen wir jetzt unbedingt. Das ist doch voll dämlich, oder? Wenn wir ein bisschen nach da gehen, dann wird's gehen, jawohl. Da, gibt's gleich zwei Stück. Versuchen wir hier mal gleich da drauf zu kontern. So, jetzt fangen die beiden Dinger an zu laufen. Komm! Hallo, der Strom... Was? Das reicht immer noch nicht, oder was? Alter Schwede. Jetzt will das gute Stück aber das hier wissen, oder was? Das ist ein bisschen... Das ist zu dicht. Das ist auch zu dicht. Na gut. So. So, jetzt einfach Schnauze halten hier. Riesenwindpark, ja, wir sind Frau Merkel. Ich glaube, ich hänge mich zurzeit zu weit aus dem Fenster mit solchen Aussagen. So, das hätten wir. Die Sache haben wir erledigt. Da kommt gleich auch wieder Strom im Mann und Söhne an. Mit 8,2 Megawatt sollte das reichen. Stromausfall. Dann tritt in die Pedalen, du. Sag ich doch. Ha. Muss Commander erst schimpfen, Alter. Und dann läuft das Ding noch. Ne? Sag ich doch. Ich bin halt Commander. Ha? So. Das haben wir. Da geht mal wieder so ein Windrad aus. Das gehört halt zur... Windenergie dazu. Jetzt laufen mal wieder alle. Dann machen wir trotzdem nur 11,2. Da ist wieder eins aus. Siehst du, das gehört halt dazu, Leute. Jetzt haben wir 14 MW. Also das müsst ihr beim Windenergie mit einberechnen, dass da auch einfach mal so der Strom ausgeht. So, wir haben 19.000. Das Ding hier haben wir komplett ausgebaut. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir diese Rohölzentrale bauen. Ich glaube, wir sollten sie bauen, oder? Es ist jetzt echt so eine schwere Entscheidung gerade, ob ich die jetzt baue oder nicht. Oder ob ich lieber das Eisenbergwerk noch ein bisschen weiter ausbaue, um noch ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Weil die Rohölzentrale erlaubt uns ja nur, dass wir bestimmte Sachen freischalten, ne? Und dass ich, glaube ich, ein bisschen mehr Geld mache, oder? Ich weiß es gar nicht. Er kostet 10.000. Mit Sicherheit nicht. Und noch mehr Öl haben wir auch nicht, ne? Unsere Erde doch da. Wollen wir die Fläche noch mitnehmen? Oder müssten wir die Autobahn hier abreißen? Da. So. So. Das ist scheiße.
Das war nicht so geplant. Ich muss ja schon die komplette Fläche nutzen. Sonst bringt uns das ja nichts. So. So. Der holt Öl aus der Erde. Dadurch haben wir ja keinen Profit als Bürger. Nein. Auf gar keinen Fall. Euch wird es ganz schlecht gehen danach. Idioten. Hä? Der Neigungswinkel ist zu groß. Jetzt sag nicht, wir kriegen hier keine Straße lang. Aber das funktioniert. Mach ich's doch so. Das war blöd. Das Ding müssen wir noch mal abreißen. Das, weil das ist scheiße. Jetzt kriegen wir hier nämlich beide hin. So. Sehr schön. So könnte das funktionieren, Leute. Genau so und nicht anders. So, ich sage wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity, Städte der Zukunft. Mein Name ist Glamour und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wie jeden Tag, 16 Uhr. Ciao, Ilaui.